Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Liebe Zuhörer, es stadtdschungelt wieder und auf die Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wie schon angekündigt ist Andreas im Kongo und wir haben eine äußerst stabile Verbindung hergestellt. Also ich höre dich fantastisch, Andreas. Hörst du mich auch? Ja, ich kann dich sehr gut verstehen. Also ich bin im Ostkongo in Bukavu. Das liegt am Kivusee und ich bin heute mit dem Schiff oder mit einem Boot über den Kivusee gefahren, also von Goma hier hoch. Das ist sozusagen meine nächste Station. Ich befinde mich ja im Prinzip auf einer Recherchetour für Terra X und hoffentlich auch für National Geographic, sodass wir wieder nächstes Jahr dann in die echten Filmprojekte einsteigen können. Wir haben auf der Website von dir schon eine schöne Bildergalerie gesehen, auf der Facebook-Seite sehr viele Videos, einmal von Ruanda und dann von deiner zweiten Station im Kongo. Und die Stimmung war relativ unterschiedlich, kam es mir so vor. Ja, also nach meiner Einschätzung, das ist wie gesagt subjektiv, aber Ruanda ist sehr ruhig, Menschen sind sehr freundlich, den Berggorillas geht es dort sehr gut, die Bestandszahlen wachsen langsam an, insgesamt in den drei Ländern, Kongo, Ruanda und Uganda. Als ich das letzte Mal hier war, sprach man, das war in 2006, sprach man von ungefähr 700 bis 720 Gorillas. Mittlerweile ist die Zahl weit über 800, also 860, 890 sagen einige sogar. Also es ist eine ganz tolle, positive Entwicklung. Und Ruanda war emotional für mich bisher der Höhepunkt. Ich habe Gorillas wieder getroffen, die ich eben vor 9 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber es ist ja tatsächlich so, diese großen Familienverbände sind sehr, sehr stabil und der Silberrücken bleibt ja in der Regel zeitlebens der Chef, also der Haremschef. Und Berggorillas können um die 40 Jahre alt werden, einige sogar mehr. Und dementsprechend ist es durchaus möglich, dass man eben nach 10 Jahren, wenn man oder nach 9 Jahren zurückkehrt, sozusagen alte Kollegen oder alte Bekannte wieder trifft. Und die sind dann tatsächlich identifizierbar? Also die sehen dann, also du weißt, den hast du vor 10 Jahren gesehen? Ja, es gibt eine sehr gute Methode, sie wiederzuerkennen, und zwar die Nasenriffelung von Gorillas ist ähnlich wie der Fingerabdruck eines Menschen. Also wenn man sich das einprägt oder in einem Buch aufgezeichnet hat, das hat damals schon George Schaller gemacht und Dian Fossey, die haben praktisch eine Wiedererkennung und natürlich auch über die Gesichter. Also die Gesichter der Gorillas, speziell der charismatischen Silberrücken, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist sehr, sehr gut wiedererkennbar für mich. Du bist ja, das hat man in dem einen Video sehr schön gesehen, wirklich super nah an die Gruppe rangekommen. Ja. Und die Tiere schienen sehr entspannt zu sein. Wenn man jetzt jemand so eine Reise empfehlen wollen würde, kann man sich das auch so vorstellen, dass das dann im Prinzip geführte Touren sind? Das sind immer die gleichen Gruppen, die dann besucht werden, die an Menschen gewöhnt sind? Oder wie stelle ich mir das vor? Genau, also Ruanda hat 10 sogenannte habituierte Gruppen, das heißt also Gorilla-Gruppen, die an Menschen gewöhnt sind. Die leben in den Virunga-Bergen, also in den Virunga-Nationalpark und die sind natürlich über viele Jahre daran gewöhnt, dass Menschen zu ihnen hochkommen und verhalten sich auch sehr entspannt. Generell muss man auch sagen, Gorillas sind sehr sanfte Wesen, also nichts von diesem King Kong-Klischee, was man gerne so in alten Hollywood-Filmen verarbeitet hat. Also Gorillas sind reine Pflanzenfresser, leben sozial ähnlich wie wir Menschen auch. Also es gibt sehr enge Beziehungen zwischen Mutter und Kind, es gibt sehr enge Beziehungen zwischen dem Silberrücken und seinen Weibchen. Bloß, dass er eben ein Harem hat und jetzt nicht nur einen festen Partner. Und normalerweise sind das auch Partnerschaften fürs Leben. Was kostet denn das für einen normalen Touristen, wenn er da anreist?
Es ist irre teuer geworden. Also es kostet jetzt 750 US-Dollar pro Tag in Ruanda. Und das heißt also, man steigt auf. Zum Teil macht man ja weit über 1000 Höhenmeter von dem Ausgangsort des Aufstieges bis zur Gorilla-Gruppe. Man darf dann auch nur eine Stunde an der Gorilla-Gruppe bleiben. Also da tickt sozusagen die Uhr, weil man nicht möchte, dass sich die Gorillas zu sehr an die Menschen gewöhnen und dass sie natürlich ihren Frieden und ihre stressfreie Zeit haben. Wobei mir eigentlich nie aufgefallen ist, dass die Gorillas sich durch die Besucher, ich nenne sie einfach mal so, gestresst fühlen. Ganz im Gegenteil. Die kennen das über lange Zeit. Berggorillas sind unsere zweitnächsten Verwandten nach den Schimpansen. Und wie gesagt, sie sind sehr sanft von ihrem Wesen her. Das hat eben früher leider auch dazu geführt, dass sie eben relativ leicht zu wildern waren, also abzuschießen waren oder mit Speeren getötet wurden. Mit Schimpansen könnte man das nicht machen, die ja unsere nächsten Verwandten sind. Die sind viel agiler, auch misstrauischer und auch deutlich aggressiver Menschen gegenüber. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich reise nach Ruanda, ich bezahle 750 US-Dollar für so eine Tour, gibt es denn dann tatsächlich auch eine Garantie, dass ich dann Gorillas sehen kann? Oder sind die vielleicht auch, wenn ich Pech habe, dann so tief im Wald, im Dschungel versteckt, dass die Gruppen gar nicht gefunden werden können und die Tour sozusagen zwar eine schöne Wandertour war, aber eine sehr teure? Ja, ist eine sehr gute Frage. Also theoretisch kann das passieren, aber in Ruanda ist es so, also morgens, bevor dann sozusagen die eigentlichen Ökotouristen zu den Gruppen aufsteigen, gehen schon die Trekker los, und also die Fährtenleser, und suchen die Gorilla-Gruppe. Gorillas wandern nicht sehr stark. Also die wandern zwischen 500 Metern und 2 Kilometern am Tag. Also für die Tracker ist es relativ einfach, sie dann immer wieder zu finden. Und über Funk werden dann die Ökotouristen mit den entsprechenden Guides zu den Gruppen rangeführt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass wir eine Gruppe nicht gefunden haben. Wir hatten einen Aufstieg, der dauerte dann wirklich 4 Stunden, und dann sind die Gorillas sozusagen von uns weggewandert. Und wir sind der Gruppe nachgegangen. Also die sind einfach ihrem Wandertrieb gefolgt. Das hatte nichts mit uns zu tun. Und dann dauert es wirklich fast 5 Stunden, bis wir sie gefunden hatten. Das ist natürlich dann sehr anstrengend. Und man muss sich eigentlich darauf einlassen und auch vorbereiten, dass man in einer guten körperlichen Verfassung ist. Ja, da wollte ich gerade danach fragen. Das hört sich ja nicht gerade nach so einem Sonntagsnachmittagsspaziergang im Frankfurter Stadtpark an, sondern ich glaube, da braucht man eine Grundkondition, ja. Und auch vielleicht braucht man was Spezielles an Ausrüstung, Verpflegung? Na gut, sicher, du nimmst dann irgendwie Bananen oder Müsli-Riegel mit oder auch einheimische Kost, ja. Ich glaube sogar, die meisten Touristen, also überwiegend Amerikaner, sind fast überequipped, also sind perfekt ausgestattet. Hier regnet es fast jeden Tag, also es sind ja tropische Bergregenwälder. Aber das größte Problem ist, glaube ich, nicht die Ausrüstung. Man muss vor allem gutes Schuhwerk haben hier, weil es zum Teil auf diesen Vulkanen hängen extrem rutschig ist. Aber das A und O ist eigentlich, dass man sich möglichst ein paar Tage hier im Land akklimatisiert. Also auch mal einfach normale Hiking-Tours macht, Touren macht, die ja auch angeboten werden, um einfach sich an die Höhe anzupassen. Ja, also weil die meisten dieser ich sage jetzt mal, Touren zu den Berggorillas, die starten so auf 2000 Meter Höhe. Das ist schon sehr hoch, ja. Das ist sehr hoch, genau. Und dann gehen sie auf 3000. Also das merkt man richtig, richtig ordentlich, wenn man jetzt aus dem Flachland kommt. Ich habe 2 Touren gemacht, die endeten dann so auf 3,3, 3,4. Und da bist du richtig außer Atem. Okay. Und wer das nicht gewohnt ist, der schafft es dann auch nicht. Also ich glaube, die eigene Kondition, das ist das Ausschlaggebende hier. Jetzt hast du gesagt nass. Was ist denn mit den Temperaturen? Temperaturen sind sehr niedrig. Also Ruanda und auch der Kongo liegen ja nur knapp südlich des Äquators. Also die ganzen Virunga-Vulkane, an denen die Berggorillas leben. Wir befinden uns hier ungefähr 1 Grad und 50 Minuten südlich des Äquators. Aber eben durch die Höhe
ein recht kühles Klima, also es ist kalt und feucht. Man muss auch warme Sachen mitnehmen, das ganze Jahr über übrigens. Und also darf sich jetzt nicht darauf einlassen, dass man denkt, naja gut, ich bin ja am Äquator, hier ist es knallerheiß. Es ist genau das Gegenteil. Es ist eine sehr üppige Vegetation in den Wäldern. Es ist auch faszinierend, wenn man hier aufsteigt, dass man durch verschiedene Vegetationen, und da bist du kurz weg. Oh, jetzt ist, glaube ich, unsere Skype-Verbindung erstmal abgerissen. Hier war wieder Stromausfall. Das kann auch noch mehrmals passieren. Ja. Und dann geht alles in die Knie und das dauert dann relativ lange, bis sich dann die Netze wieder aufbauen. Lass uns da weitermachen. Kein Problem. Ich habe für die Zuschauer inzwischen ein bisschen Musik gespielt. Up to the Jungle von The Gorillaz. Also denen wurde nicht langweilig. Also du wolltest gerade von der Vegetation erzählen. Ah ja, genau. Also man steigt an den Virunga-Vulkan, und das ist eigentlich das Spannende, durch ganz unterschiedliche Vegetationszonen durch. Also unten, wenn man seinen Hike beginnt, ist man eigentlich noch in Ackerbaugebiete, also da, wo Landwirtschaft betrieben wird. Da werden Kartoffeln angebaut, Maniok, Hirse, Mais. Und dann fängt eben der eigentliche Nationalpark an. Der ist durch eine Steinmauer gekennzeichnet. Und da wissen auch die Einheimischen, bis dahin können sie ihre Felder anlegen und dann nicht mehr weiter. Dann schließt sich meistens so ein Dschungelgürtel an, der fast undurchdringlich ist. Der besteht aus Bambus. Und wenn man dann in höhere Regionen kommt, gibt es verschiedene Pflanzen. Also die Lieblingsnahrung der Gorillas sind ja wilder Sellerie und Disteln. Also in diesem Gebiet halten sie sich auch am meisten auf. Und wenn man dann über 3000 Meter kommt, gibt es sogenannte Riesenlobelien. Das sind also Pflanzen, die schon so ein bisschen aussehen, als ob sie nicht unbedingt so von unserer Erde kommen. Und also auch tropische Pflanzen, aber die nur in sehr hohen Regionen hier wachsen. Und die eigentliche Vegetationsschicht hört hier so auf bei 3200, 3400 Meter, je nach Lage, also ob Nord- oder Südseite. In Alpen sind es ja nur so um die 14 bis 1600 Meter. Wo du gerade von dem Nahrungsangebot von den Gorillas gesprochen hast, du hast ja in dem einen Video dieses Schlafnest entdeckt und auch den Grund erklärt, warum Gorillas sich jede Nacht ein neues Nest bauen. Der Grund ist, weil sie eben in ihr Nest koten, und du hast diese wirklich, ja, ich muss sagen, beeindruckende Wurst in den Händen gehalten von diesem Gorilla. Das wird wahrscheinlich, sagen wir mal, olfaktorisch, geruchsmäßig nicht besonders zu Buche schlagen, wenn die Tiere nur Grün und Disteln fressen, oder? Genau, das ist eine reine, also es ist ein reiner Kot von einem reinen Pflanzenfresser. Der riecht anders, ja, und will da jetzt nicht so ins Detail eingehen, aber das ist eben geruchsmäßig ganz anders, als wenn es jetzt ein Allesfresser oder ein Fleischfresser ist. Die Frage hatte ich nur im Board gelesen. Ja, Gorillas sind eben nicht stubenrein, also sozusagen, die sind Nestbeschmutzer. Deshalb bauen sie sich eben auch jede Nacht, und die schlafen nachts überwiegend. Manche spielen auch, es dient ja auch zur Sozialisierung, aber sie sind eben nachts relativ inaktiv. Und machen dann eben sozusagen auch in ihr Bett, ja. Mhm. Und tagsüber bauen sie sich ja auch kleine Nester, in denen sie ruhen. Manchmal legen sie sich auch nur auf die Erde und schlafen dann einfach. Ja, du sag mal, wenn du sagst, das sind Felder und dann gehen die Wälder los, wo es dann auch hochgeht. Ich frage jetzt mal, ich war ja noch nie da, ich kann es mir ja nur vorstellen. Aber das ist ja ein Nationalpark, aber da wird ja wohl kaum rundherum ein Zaun sein. Das heißt, im Prinzip kann doch jeder, der will, auch wild in dieses Gelände eindringen, oder sehe ich das falsch? Ja, aber du würdest nie die Gorillas finden, weil das einfach eben eine Fertigkeit erfordert. Also einmal das Spurenlesen und dann eben die Gruppen, die ja doch immer weiter wandern, in dieser unglaublich dichten Vegetation zu finden. Also wer schon mal in so einem tropischen Bergregenwald war, der weiß eben, sind so dichte Krautschichten. Es kann auch passieren, wenn man eine Gorillagruppe findet, dass sozusagen nur die Köpfe aus der Vegetation raus
gucken, weil sie sich eben gerade in einer ganz dichten Vegetationsinsel befinden. Und natürlich wird auch immer noch weiter gewildert. Also Gorillas. Das wollte ich gerade fragen, genau. Ja, Berggorillas werden immer noch, auch in Ruanda, wobei da hat man es sehr, sehr gut unter Kontrolle, aber definitiv auch im Kongo und in Uganda werden sie noch gewildert. Und auch in den letzten Jahren, also das sind noch ganz andere Zahlen, man weiß nicht, wie viele Gorillas. Das Problem ist, viele dieser wirklich armen Menschen, die hier am Existenzminimum leben und sich überwiegend vegetarisch ernähren oder ausschließlich, die haben eben auch Appetit auf animalische Kost und versuchen dann mit Schlingen Antilopen zu fangen. Also die es im Urwald ja auch gibt, kleine Antilopen. Daika zum Beispiel. Und in diese Schlingen treten eben leider auch Gorillas rein. Versehentlich dann, gar nicht beabsichtigt. Ja, genau. Und sie können, also es gibt angeblich Silberrückenmännchen, die Schlingen öffnen können, um ihre Familienangehörigen zu befreien. Das hat man wohl schon beobachtet. Aber in der Regel sitzen sie in der Schlinge fest. Die Schlinge schnürt ihnen den Fuß oder die Hand ab. Und das war's dann. Ja. Und dann ich habe mehrere Gorillas gesehen, die eben abgetrennte Füße oder eben Hände haben. Ja. Also die Wilderei ist immer noch da. Und auch eine andere Zahl ist sehr interessant. Also in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren sind ungefähr 140 Ranger in dem gesamten Gebiet von Wilderern getötet worden, also erschossen oder in irgendeiner Form getötet worden. Tatsächlich? Also es ist kein, ja, also überwiegend im Kongo. Ruanda gilt als sehr sicher. Mhm. Uganda eigentlich auch. Aber diese Tiere, und das muss man sich vorstellen, wir unterhalten uns gerade über die letzten ihrer Art, die wie auf einer Arche ihre letzte Rettungsinsel gefunden haben, ja, auf der sie leben. Die gibt es ja auch exakt da und sonst nirgendwo mehr. Die gibt's nur, ja, es gibt noch eine Population in Uganda, die lebt auch in einem Bergregenwald. Das hat mit den Virunga-Vulkanen nichts zu tun. Das sind ungefähr 400 Tiere. Die sind auch sehr, sehr schwer zugänglich. Es ist aber eine isolierte Population, die von der Virunga-Population ungefähr 100 Kilometer entfernt ist. Hm. Aber wie gesagt, wir reden von den letzten ihrer Art und die wie auf eben auf einer Rettungsinsel hier leben, ja, umrundet von Zivilisation, von hungrigen Menschen, die Bergbauernwirtschaft betreiben. Und im Kongo ist die Situation momentan sehr, sehr unklar. Da herrscht im Prinzip Bürgerkrieg und man versucht, die Gorillas nach bestem Wissen und Gewissen zu beschützen. Das gelingt auch. Aber da gibt es eben immer wieder auch sehr herbe Rückschläge. Ich kann mir vorstellen, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der politischen Situation im jeweiligen Land ab. Du hast ja in dem einen Video auch anklingen lassen, dass gerade im Kongo die Situation sehr undurchsichtig ist. Wahlen stehen an, verschiedene Gruppen versuchen, ihr Territorium zu sichern, sozusagen UN vor Ort. Also alles sehr undurchsichtig. Dann natürlich Tiere zu schützen, in diesem Zusammenhang stelle ich mir äußerst schwierig vor. Genau, man versetze sich in die Situation. Also es ist praktisch ein Kampf um das eigene Leben, um die eigene Familie, um die Existenz. Und da geht es wirklich um Leben und Tod. Und gerade der Ostkongo ist momentan komplett unklar, wer da das Sagen hat. Und in einer solchen Situation sollen sich dann Menschen auch noch um bedrohte Tierarten kämpfen. Also das widerspricht, ich sage jetzt einfach mal, also es gibt natürlich hier auch Freaks und Enthusiasten, die sich komplett für den Gorillaschutz noch einsetzen, selbst in dieser kriegerischen Situation. Aber es ist natürlich ein harter Kampf, ja, der hier geführt wird. Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass sich auch die politische Lage beruhigt, dass dann eben auch zu den Menschen Frieden einkehrt und dann auch Tierschutz und Tierfrieden damit sozusagen auch wieder eine höhere Bedeutung bekommt. Ich bin immer noch ganz entzückt davon, wie gut unsere Qualität ist, teilweise besser, als wenn du in der Eifel bist. Also ich höre dich hier wirklich kristallklar, ab und zu rauscht es mal ein bisschen. Wo bist du denn gerade genau? Bist du in einem Hotel oder stehst du irgendwo
Wo bist du denn gerade? Also die einzigen Internetverbindungen, die wir hatten, ich war jetzt mehrere Tage in Goma. Also das ist die Stadt am Nyiragongo, also dem riesigen Vulkan, den ich da bestiegen hatte. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Also der Nyiragongo ist der aktivste Vulkan in ganz Afrika. Und in der Mitte des Kraters gibt es den größten Lavasee der Erde. Es ist unglaublich. Also wer da oben steht, man fühlt sich so ein bisschen wie am Entstehungsort der Erde. Es hat auch so einen apokalyptischen Touch. Es ist sehr kalt da oben. Es waren so um die 0 Grad, ja. Knapp 3500 Meter hoch. Und wenn man da runter in diesen riesigen Krater schaut, wo auch ständig irgendwelche Schwefel- und Stickoxidschwaden hochziehen, hat man so den Eindruck, da unten beginnt die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Es ist also unglaublich. Es hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Und ich habe mir das nicht so spektakulär vorgestellt. Ich war ja vorher in Goma. Das ist die Grenzstadt zwischen Ruanda und dem Kongo. Und der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, das ist die Stadt, die auch 2002 vom Nyiragongo, also von der Lava des Nyiragongos, zum Teil überschüttet wurde. Und wo also richtige Lavaflüsse, also so wie das Märchen vom süßen Brei, bloß dass es eben kein süßer Brei war, sondern glutheiße Lava, in die Stadt reingeflossen ist. Und es gab auch Tote und viele Häuser sind zerstört worden. Also es ist unglaublich, man sieht das auch heute noch. Ja, und es ist gleichzeitig auch Bürgerkrieg da. Wow, klingt aber zumindest das erste Drittel der Schilderung vom Vulkan äußerst spannend. Tolle Bilder, dann hoffe ich mal, dass wir die irgendwann in Zukunft dann auch mal im Fernsehen aus sicherer Betrachtungsdistanz sehen können. Ja? Auch ohne Schwefelgeruch. Ja, aber dafür gibt es ja mich, ne? Dass man sagt, also der Zuschauer muss sich diese Strapazen und diese Touren nicht zumuten. Wie gesagt, ich mache es gerne. Für mich ist es irgendwie, ich muss immer staunen. Es ist die große Neugierde, die mich immer wieder in die Welt hinaustreibt. Ich finde, das ist einfach auch mein Lebenselixier. Und glücklicherweise kann ich das eben damit verbinden, dass ich den Zuschauer dann mit Filmaufnahmen versorge, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht oder auch nicht auf jedem Sender. Und dann eben aus erster Hand. Ja. Und das ist für mich irgendwie, das ist wichtig, aber es ist auch wirklich mein Leben. Es ist meine Leidenschaft. Andreas, schön, dass das geklappt hat mit dem Kongo. Ich bin mal gespannt, wo uns der Stadtdschungel noch hinführt und welche Leitungen irgendwohin in der Welt noch zustande kommen. Und für mich war es jetzt auch das erste Gespräch in meinem Leben in den Kongo. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich wirklich auf die. Es war auch übrigens mein erstes Gespräch aus dem Kongo. In die Heimat, ja. In die Heimat. Ich kann dir sagen, es ist immer noch Sommer hier. Es ist zwar bewölkt, aber immer noch sehr heiß und immer noch sehr trocken. Ja, hier im Kongo ist es kühl und feucht, also kann man sehr empfehlen. Andreas, dann würde ich sagen, freue ich mich auf unseren nächsten Talk, der dann wahrscheinlich erstmal wieder aus der Eifel kommt und dann hoffe ich auf ähnlich gute Internetverbindungen wie aus dem Kongo. Okay. Tschö, Alex. Tschö, Andreas. Stadtdschungel.